Wir gehen heute nicht in die Sporthochschule, wo wir normalerweise immer hingehen. Wir gehen heute zum SC Colonia. Statt in die Turnhalle der Sporthochschule geht es für die Lehramtsstudierenden von Patrick Auerbach ins Boxgym. Sie sind dort und erleben mal Sport auf eine ganz andere Art und Weise. Erleben Sport auch mal in einem Boxring, in einem Boxgym. Und ja, deshalb bin ich jetzt im Studium. Patrick Auerbach ist Lehrer für Sonderpädagogik und die Fächer Sport und Physik. Und er ist Boxer. Im Berufsalltag hat er es oft mit herausfordernden SchülerInnen zu tun. Und gerade für die kann Kampfsport spannend sein. Boxen im Schulsport umzusetzen, ist aber nicht so einfach. Ich muss hier auch erwähnen, dass in den Rahmenvorgaben des Schulsports auch darauf hingewiesen wird, dass Sportarten, die die Zielsetzung des Schlagens und Treten haben, oder den Gegner zu verletzen, im Schulsport keinen Platz finden. Das heißt, das olympische Boxen kann in Schule im Schulsport nicht durchgeführt werden. Aber man kann, wie Istas und Theke das bereits beschrieben haben in der Zeitschrift Sportunterricht in der Februarausgabe, man kann durch einen genetisch induktiven Zugang Übungen vermitteln, die aus dem Boxsport abgewandelt sind, die aber nicht das Ziel haben des Schlagens, sondern das Ziel haben des Berührens. Und diese Übungen bieten unheimlich viel Ansatzpunkte, um die koordinativen Fähigkeiten weiter auszuprägen. Und das war mir auch heute wichtig, das den Studierenden näher zu bringen. Im Kurs sind Studierende, die selbst schon Erfahrung im Boxen gemacht haben und die Werte und Techniken der Sportart kennen. Einer von ihnen ist Henry. Ich bin 23 Jahre alt, heiße Henry und ich studiere Sonderpädagogik, Lehramt, genau jetzt im dritten Semester. Ich komme selber aus dem Kampfsport. Ich kenne Dojos, kenne ein paar Boxclubs. Und natürlich geht es in der Schule nicht darum, dass man irgendwie Schlagtechniken lernt, um Leuten auf der Straße natürlich zu verprügeln, sondern ganz klar auch der Respekt hier im Vordergrund steht, mit Regeln, mit Grüßformeln etc. Und schulisch das irgendwie näher bringen, den Boxsport und was da alles hintersteckt. Und genau da einfach kleine Übungen, die man gut auch mit jeder Altersstufe in der Schule da anwenden kann. Andere Studierende boxen im Kurs zum ersten Mal. Sie lernen neben einer neuen Sportart auch neue Vermittlungsmethoden für ihren Unterricht kennen. Mein Name ist Nele, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere im vierten Semester Grundschullehramt. Ich arbeite an einer Brennpunktschule und da ist es besonders hilfreich für mich gewesen, zum Beispiel Regelsysteme einzuführen. Wir haben zum Beispiel ein Kartensystem gelernt und was ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist, dass man zum Beispiel auch sehr oft mit dem Kartensystem, also es ist ein Ampelsystem, rot, grün, blau, und dass man mit der grünen Karte auch sehr oft lobt und dass das für die SchülerInnen natürlich auch sehr wichtig ist. Und genau, das habe ich auch hier sehr mitgenommen und auch grundsätzlich, wie man auch mit Förderschwerpunkten umgeht, was in der Grundschule sehr oft vernachlässigt wird in der Vermittlung innerhalb der Universitäten. Und das habe ich hier sehr mitgenommen und das ist auch sehr hilfreich und sehr anwendbar. Das Besondere an dem Kurs ist, dass der sowohl praktisch als auch theoretisch sehr anwendbar ist für die Grundschule und das, was man erfährt, man auch sehr gut umsetzen kann. Aus dem heutigen Kurs habe ich vor allen Dingen mitgenommen, wie wichtig auch Exkurse sind, dass man das, was man erlebt, auch anwenden kann, auch in anderen Räumlichkeiten, dass es auch sehr hilfreich sein kann, mal den Raum zu wechseln und auch vielleicht nicht die LehrerInnen, die schon bekannt sind, den Unterricht leiten, sondern auch mal andere Trainer. Beim SC Colonia unterstützt Boxtrainer Gerd Kühne die Lehrveranstaltung. Und beim Boxen ist es so, du bist erstmal auf dich allein gestellt und das war trotzdem alle um dich herum, mit denen du arbeitest, die dich unterstützen. Aber du bist im Ring, bist du alleine. Und das finde ich eine schöne Sache. Gerd Kühne gibt die Werte aus der Boxpraxis direkt an die Studierenden weiter. Unser erster Trainer, das war ein Engländer. Das heißt, das Fechten mit der Faust, dieses saubere Boxen, dieses Langboxen, war ein bisschen verpönt, weil die anderen wollten lieber hauen. Und die anderen, wir haben ja immer schön lang geboxt. Das ist die Colonia-Schule hieß das. Und im Vordergrund steht eben auch Jugendliche, Brennpunktkinder, da zum Beispiel Werte vermitteln. Dass sie eben außer Boxen ganz wichtig Schulabschluss haben. Schulabschluss, Ausbildung, da wird ganz viel Wert drauf gelegt. Und wenn du gut boxst und du machst in der Schule, arbeitest du nicht, dann darfst du nicht boxen. Werte vermitteln, die Reaktion und Koordination schulen oder einfach ausbauen. Schulspezifisch angeleitet kann Boxen eine Bereicherung für den Sportunterricht sein. Es kann aber auch herausfordern.
Auch darüber spricht Patrick Auerbach mit den Studierenden. Es ist so, dass man da als Lehrkraft sehr sensibel sein sollte, seinen SchülerInnen gegenüber, weil bestimmte SchülerInnen auch Erfahrungen mitbringen könnten, die negativ behaftet sind, die, wie gesagt, Trigger auslösen können. Und da sollte die Lehrkraft sehr sensibel sein, den SchülerInnen in den Situationen auch Möglichkeiten des Zurückziehens zu geben, das heißt in Form einer Ruheinsel, was ich den Studierenden auch näher gebracht habe. Oder auch bei der Übungsauswahl, dass man nur bestimmte Körperstellen berühren darf und dass man die Übung eingrenzt. Diese Herausforderungen können begegnen. Und wichtig ist, dass die Lehrkraft, auch wenn es zu solchen Situationen kommt, die immer die Ruhe bewahrt, professionell agiert und auch auf den oder die Schülerin auch eingeht und ihm in dem Moment Rückzug ermöglicht, das Ganze auch nach Rücksprache mit dem Schüler auch in der Gruppe dann nochmal thematisiert, wenn der Schüler das möchte oder die Schülerin, das ist ganz wichtig, und da auch nochmal eine Transparenz schafft und das auch dahingehend nochmal reflektiert, dass es nichts Peinliches ist, nichts Schlimmes ist, weil wir haben alle Trigger und mir ist es wichtig, da ein Bewusstsein zu schaffen.